Matthias hat morgen Geburtstag. Wir sollten ihm ein Geschenk machen. Wie wär's mit Freundschaftsanbindung? Ja, gute Idee. Ja, genau. So machen wir es. Hey, Tobi. Hey. Was sind eigentlich deine Lieblingsfarben? Blau, Grün und Weiß. Okay, komm. Wo rennt ihr hin? Heute zeigen wir euch, wie man Freundschaftsarmbänder macht. Nimm ca. 30 cm lange Bänder in der Farbe deiner Wahl. Dreht die Bänder einmal mit dem Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Drückt das Band runter. Zieht die Bänder nach oben. Lasst das Band los. Knotet das Ende der Bänder zusammen. Das ist das fertige Band. Es gibt zwei Arten, um das Band zusammenzuknoten. Nummer 1. Man kann einen Doppelknoten machen, was aber sehr ungeschickt ist, da man es schwer wieder aufbekommt. Deshalb machen wir es anders. Wir machen eine Ziehschlaufe. Dazu müsst ihr in das Ende des Bandes ein kleines Loch machen, um dann den Knoten durch das Loch zu führen. Jetzt habt ihr eine Ziehschlaufe, mit der ihr die Größe des Armbandes verstellen könnt. Das ist das fertige Armband. Ja, genau. Ja. Hi Tobi, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Alles Gute. Danke. Wir haben noch ein Geschenk für dich, ein Freundschaftsarmband. Das ist noch nicht nötig gewesen. Ich mach's dir um. Okay.